Hallo und willkommen zu Texas Chainsaw Massacre. Mein Name ist Felix und ich spiele Leatherface. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. So, erstmal die Säge starten. Und dann schaue ich mal, dass ich die Überlebenden abwische, hoffentlich. Okay, Tisch erstmal weg. So. Ich glaube, ja, in dem Raum ist nichts wirklich Wichtiges. Okay. Ich schaue mich erstmal einfach um, vielleicht finde ich jemanden. Oh, hier bin ich manchmal in der Ecke. Aber anscheinend die nicht. Ich hatte die Hoffnung. So, das zerstöre ich auch. Kann ja immer sein, dass ein Familienmitglied mal nach unten kommt. Dann ist es besser, der Keller ist ein bisschen aufgeräumt. Okay. Hier ist niemand. Da war ich doch gerade, oder? Okay, sie haben Opa geweckt. Perfekt. Also was heißt perfekt, aber dann kann ich immer meine Säge nutzen. So. Ja, die ersten sind, denke ich, schon raus, die Anna. Okay. Ich glaube, das dort vorne zerstöre ich auch noch schnell. Ja, das ist eine ätzende Barriere direkt auf dem Weg zum Kellerausgang. Okay. Das zerstört. Hier hinter mir hatte ich vorhin eine Conny gesehen, aber findet ihr dann erstmal wieder. Hier war nur der Treppeneingang. Okay. Dort oben wird schon die erste gejagt. Hier sind sie raus. Ich hätte vielleicht unten bleiben können. Ist hier jemand runtergefallen? Ich sehe zumindest noch niemanden. Okay, nee. Lass mich hier nur aufhalten. Sie haben Opa abgestochen. Ich bin zu lange im Keller, ich muss raus. Mein Team braucht oben Hilfe. So, zu. Wen haben wir eigentlich? Wir haben Sissy und wir haben den Feinleger, also den Anhalter. Okay. Ist hier noch zu. Er hat gerade den Generator neu starten müssen. So. Okay. Und sie kann auch, kommt da noch durch. Schade. Okay, dort hinten haben wir Conny. Auch ein gutes Ziel. Okay, sie geht rein. Hier unten haben wir jemanden. Habe ich dich? Perfekt. So, die hatte ich ja vorhin schon mal getroffen. Okay. So, wo sind sie? Dort hinten läuft Sissy weg. Okay, ich gehe wieder zur Batterieseite. Ah! Warte mal, geht's hier raus? Ja. Hier war ja zumindest zuletzt die... Wie heißt sie? Die Conny. So. Abgeschlossen. Dort hinten... Hitchhiker, okay. So, ich schaue mich einfach weiter um. Und dich habe ich auch direkt getötet. Hui, böse. Ich habe gar nicht meine Perks erklärt. Ich spiele einmal mit Speer. Das hat den Effekt, dass ich mehr Schaden mache, wenn ich... Nee, dass ich schneller laufe, 15%. Dafür aber weniger Schaden mache. Aber nur 10% weniger Schaden. Außerdem habe ich mit dabei Brutal, was den Effekt hat, dass ich... Oh, hallo. Ich habe sie nicht schnell genug gesehen. Was den Effekt hat, dass wenn ich volles Blut habe, dann mache ich mehr Schaden. Ich glaube, ich sollte wieder hochgehen. Die unten zu sein verschwendet gerade nur Zeit. Genau, also wenn ich volles Blut habe, mache ich mehr Schaden. Das gleicht das so ein bisschen aus. Nö, ich mache ja weniger Schaden, dafür laufe ich schneller. Und das andere Perk sorgt dafür, dass ich wiederum
mehr Schaden mache, wenn ich volles Blut habe. Und das letzte Perk hat den Effekt, dass ich mehr Schaden mache, wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Okay. So. Ich renne wieder rum. Dort hinten ist jemand. Aber es ist Anhalter, oder? Ich schau mal, ob ich unterstützen kann. Ja, dort hinten ist Anna. Oh, Anhalter! Ja. Okay, sie hat immer ein bisschen Schaden kassiert. Der Anhalter meint es ja nicht böse, aber der hat mich da ein bisschen blockiert. Warte mal, warum liegt sie dort hinten? Die ist doch hier runter in den Brunnen. Keine Ahnung. Okay. Dort hinten, das müssen meine Teammates sein. Ja. Sie haben den Gen deaktiviert. Ja, das heißt, sie werden dort rauskommen. Okay. Und man weiß es halt nicht, ne? Die sind halt alle hier oben auch rumgerannt. Aber irgendeine Chance müssen die Überlebenden ja auch haben. Okay. So. Hier lang. Das mache ich zu. Und sperre ich ab. Okay, dort hinten ist die eine, die rausgekommen ist. Lebt halt noch die Anna. Wir sollten halt trotzdem jetzt schnell wieder den Generator anschalten. Ich meine, die Tür dort hinten, die ist noch zu. So, ich warte hier. Was macht der Anhalter? Rennt dort unten rum. Sisi war dort hinten noch. So. Ich verstehe es nicht. Manchmal, ich habe es schon gesehen, dass man das dann direkt anschalten kann, aber irgendwie habe ich selbst noch nicht so weit hinbekommen. Warte mal, habe ich dort hinten oder war das wieder Sisi? Ja, das war wieder Sisi. Die andere ist durch die Batterie durch. Okay, gut gemacht. Hui, die Überlebenden. Aber hey, wir haben immerhin zwei Leute gekillt. Da bin ich schon sehr froh drüber. Und ich denke, damit auch ganz gut Druck gemacht. Spannende Runde. Ich packe euch hieran aber noch eine zweite, also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit Leatherface. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. Gegen die Überlebenden hier. Wir sind sogar wieder auf der Tankstelle gelandet. So, okay, ich suche wieder nach den Tischen. Dass ich die direkt rausnehme. Ah ja, hier brauche ich gar nicht erst nachgucken. Das war wieder dieser Quatschraum. Hier unten ist ein Tisch. Dort hinten suchen sie schon mal nach Knochenmessern für meinen Rücken. Kaputt, wunderbar. Okay. Die Sache ist, ich kann jetzt meine Säge nicht aufladen und so rumrennen, weil wenn die Opa-Cutscene kommt, das habe ich immerhin den Hit. Ja, wenn die Opa-Cutscene kommt, dann kriegt das immer sozusagen das alles ab. Okay. Hier ist, ja. Na komm. Ist eigentlich niemand aus dem Keller raus. Alle haben nur, na gut, die eine hat jetzt 250 Punkte, die Anna. Könnte sein, dass sie aus dem Keller raus ist. Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich am liebsten auch schnell aus dem Keller raus. Okay, dort hinten. Jetzt kann ich halt meine Kettensäge zum Glück aufladen. Und ich hab dich einmal. Und ich kann sie nochmal sägen. Okay, er gibt mir jetzt direkt einen Stoß. Die andere hat dort Heilmittel gefunden. Ist jemand schon oben? Ja, die erste Person hat schon 300 Punkte. Hallo Anna. Oh, auch gut, 360. Und da komme ich nicht nach. Schade. Oh, die macht das. Die ist wirklich sehr, sehr glitschig. Hau ab.
Ah, schade. Der hat zumindest auch ordentlich kassiert. Warte mal. Ist die so schnell weg? Warte, ich kann auch dem Blut folgen? Ja gut. Zu einem gewissen Punkt irgendwann siehst du es halt einfach nicht mehr. Okay. Wir ziehen das Leland. Ja, ich kann die halt zumindest immer mal schlagen, ne? Conny ist schon sehr... Okay, Leland hat ordentlich kassiert. So. Habe ich dich? Perfekt. Und jetzt gehe ich hoch. So, wunderbar. Den ersten Kill haben wir. Ich muss meine Kettensäge aber wieder neu aufladen. Ah nee, das war die Treppe. Verdammt. Okay, die überleben, ne, wenn die schon so 650 Punkte haben, dann sind die meistens schon oben. Weil man, es gibt halt Punkte fürs Öffnen von den Türen. Und das kann man dann so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen. Hier sind sie hochgekommen. Okay. Hallo Team. Das zerstöre ich kurz, das nervt euch nur. So, zack. Das ist raus. Ich weiß gerade nicht, wo sind die anderen? Dort hinten haben wir eine... Aber... Das denke ich... Schade. Die kriege ich da nicht. Okay, ich schaue mir mal ganz kurz hier diese Türen an. Sieht gut aus. Okay, das dorthin war jemand von uns. Wie sieht's mit der Tür aus? Sieht auch gut aus, super. Okay, dann checke ich jetzt nochmal dort unten beim Generator. Ja, der Generator ist halt so ein bisschen die Schwachstelle hier auf der Map. Auch wieder ab durch den Brunnen und weg. Immerhin, Anhalter hat sie reingeschlagen. So, hier mache ich kaputt. Das nervt sonst nur. Zack, wunderbar. Und ich glaube, hier gibt es auch irgendwo noch einen Tisch, den ich zerstören könnte. Hier um die Ecke. Okay, die Leute füttern Großvater. Ich bin momentan wirklich so ein bisschen komplett am Überlegen, ob man überhaupt Großvater füttern sollte. Also ob sich das überhaupt lohnt. Weil ich meine, der kann halt, es gibt halt überlebenden Perks, wo die den Großvater einmal abstechen und der direkt 4 Level verliert. Oh, da wird gerade jemand hingerichtet, sehr gut. Oh, ich wollte ja eigentlich nur renovieren, aber die erledigen schon mal die Arbeit. Conny ist tot, okay, leben noch Anna und Julie. Das hier unten ist nicht getrappt, das ist nicht gut. So. Auf. Okay, niemand wird enthüllt. Ich schaue mir nochmal ganz kurz. Das sieht gut aus. Okay, dann gehe ich nochmal zum Generator hinter. Und das hier sieht gut aus. Und Johnny hat bestimmt dort oben schon gecheckt. Super. Okay. Dadurch, zu Segen von diesen ganzen Türen, bekomme ich übrigens auch ein paar Punkte. Also so ganz uneigennütz mache ich das nicht. Aber es erleichtert natürlich der kompletten Familie die Jagd, wenn man nicht Sorge haben muss, dass man ständig von der Tür gestunt wird. Hallo Anhalter. Zu. Okay. Ja, jetzt gehen wir halt viel diese Türen ab. Zu. Perfekt. Dort hinten ist jemand. Oh, Johnny hat diesen einen... Boah. Das hat er sich so gedacht, ne? Und schnell hier durch und ab zum Brunnen, ne? Johnny haben sie noch ein Messer in den Rücken gehauen und sie wollte jetzt hier weg.
Okay, perfekt. Tür weg. Ich schaue ganz kurz, dass Johnny unten ist. Ist der Anhalter. Sie rennt nach dort. Dort hätte sie theoretisch auch einen Weg nach oben. Ich glaube, hier ist eine Luke. Hier ist eine Luke, wo sie hochkommen könnte. Sie ist noch unten irgendwo, dort. Anscheinend hat der Anhalter so seine Freude gerade, weil er sie oft verwundet. Ich gehe vielleicht runter und mach mit. Anhalter. Blut, Blut, Blut. Dort unten weg. Ich glaube, ich bin in die falsche... Doch, nee, ich wollte sagen, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh, habe ich dich nicht erwischt? Okay. Na los, mach doch auf. Oh, perfekt. Habe ich dich? Wunderbar. Okay. Sehr gut. Das lief wunderbar. Die Überlebenden haben gar nicht oben angefangen, diese Schlösser zu zerstören. Sondern die sind irgendwie... wurden sehr schnell dezimiert. Und wir haben unseren ordentlichen Anteil daran auch mit verdient. So. Okay, 3 Leute habe ich erwischt. Sehr schön. War eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.